Hallo und recht herzlich willkommen zurück. Was laber ich hier? Wir sind wieder da. Nach einer. Nach einer sehr langen Zeitpause. Kann man schon fast. Ah, scheiße. Ja, nach einer sehr langen Pause sind wir wieder zurück bei Dying Light. Was ja unter anderem auch an mir lag. Ich hatte ja meine OP und dann war das Gamepad ja so kacke und dann hat Vortex gesagt, so hier ist ein Gamepack. Gamepack, ja, ich habe mir so ein Gamepack geschenkt, da war alles drin, so Xbox One, PlayStation 4, genau. Nintendo Bitch, Switch und so. Und natürlich auch Controller. Okay, jedenfalls habe ich jetzt dank ihm ein neues Gamepad. Und ja, ich habe jetzt einen wunderschönen Xbox Controller. Wer hätte es gedacht? Und jetzt können wir wieder spielen. Yay! So. Bei mir hat sich auch einiges geändert, aber davon habt ihr jetzt eher weniger, außer dass es jetzt 1080 64 FPS sind, aber das war es auch schon. Ich muss ganz kurz mal hier ein bisschen was ändern. Ich habe irgendwie gerade nur Schrott. Zeremoniales Kurzschwert, doppelläufige Schrott. Kann die Schatten hier draußen bei dir auch so? Weiß ich nicht. Vielleicht ja, auf der Pappe. So, nochmal durchheilen gerade, zack. Oder auch nicht, weil ich in der Safe Zone bin. Hier auf der Pappe. Ja. Okay, gut. Dann bin ich jetzt. Soll durch. Wahrscheinlich irgendeine Reflexion darstellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben keine Ahnung mehr, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir waren bei Spider, bei diesem komischen Schwarzen da, aber ich weiß auch nicht mehr, was genau wir überhaupt machen müssen. Ich könnte das nachgucken, irgendwo im Inventar und dann questen. Wir haben die Quest, Flügel haben, was? Ja, finden Sie heraus, wer für das rausgegangen hat. Flügellama, Spider, finden Sie heraus, ja. Das Problem ist folgendes, und zwar fehlen uns auch Aufnahmen, wir geben es offen und ehrlich zu. Vortex fehlen da ein paar mehr als mir. Wir hatten. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie keine einzige Aufnahme habe von der neuen Stadt und da haben wir schon ein bisschen was ja gemacht und deswegen. Ich habe keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Wahrscheinlich habe ich sie in meinem Aufräumen waren irgendwann mal gelöscht. Aber da müssen wir aufpassen, da sind Reichssoldaten. Ja, auf dem Dach sind diese schießwürdigen Typen. Wo ist denn jetzt mein Enterhaken hin? Da. Also bei mir ist er auf dem mittleren Austausch, aber hast du nicht viel von. Das wollte ich jetzt nicht erreichen. Ups. What the fuck, hast du gerade in die Luft gejagt? Ups. Hehe. Kann man dir noch helfen oder ist schon zu spät? Ich geh jetzt ein bisschen Spaß haben, bevor ich hier loslege. Zack, bam, tschu! Zu lange keine Zombies mehr getötet. Los, kotzt euch die Seele aus dem Leib. Okay. Ja, kotz für mich, Zombie. Oh, da kommen immer mehr, hoppala. Ja, das haben Zombies so an sich, kommt einer, kommen ganz viele. Double Kill. Der eine steht da einfach motherfucking badass mäßig auf dem Auto und brennt vor sich hin. Haha, okay, klar. Diese brennenden sind nicht oben, oder? Huch. Runter mit eurem Kopf! Oder angekotzt. Also ich habe noch keine einzige meine Waffe jetzt gebraucht. Oh, der ist schon tot. Jetzt hör auf damit! Da bist du tot. What the fuck? Flieg! Mein Zombie, flieg! Weicht aus, was ist denn bei dem falsch, Alter? Zigaretten. Irgendwas stimmt da nicht. Sprinter hat dann noch Zigaretten dabei, finde den Fehler. Das kann nicht richtig sein. Naja, auf jeden Fall, wir hatten. Oh, du hast den Hydranten kaputt gemacht. Oh, Loot. Ja, das wollte ich gar nicht. Wir hatten eine Folge aufgenommen, in der hat aber mein Gamepad so unglaublich dermaßen rumgezickt. Es ist im Übrigen anscheinend ein relativ heiler Kabelbruch gewesen. Weil ich habe das Problem nicht nur bei Dying Light, aber am stärksten tritt es halt hier auf. Und
Ja, wir hatten halt die Aufnahme, aber ich hatte irgendwie keinen Bock, die dann hochzuladen, weil sie halt einfach nur von Fluchen und Rage quitten übersehen war. Und deswegen kann es halt wirklich sein, dass jetzt ein bisschen was fehlt, aber eigentlich habt ihr nichts verpasst, wir haben nichts getan, eigentlich. Hä? Ich habe immer noch einen Tommy rumgeschlichen, wo ist der hin? Rennst du mit dem Bus rum und der ist weg? Ich hab ihn gegessen. Wie eben der Zombie, der da auf dem Dach stand, bevor du vorbeigekommen bist, ist er einfach so plopp verschwunden. So. Haha, geht klar. So, können wir jetzt dann weitergehen? Erstmal an den Rais-Spacken da oben vorbei, um die können wir uns später auch jetzt ein Polizeiauto. Halt mir mal den Rücken frei. Okay. Was mache ich, wenn was kommt? Schreit im Kreis. Okay. Ah, ich hänge den Ding hier fest. Diesen Millimeter kleinen Punkt jetzt finden. Ich hab ihn doch schon. Willst du mich verarschen, Spiel? Sind wir schon da? Ist das Auto auf? Jetzt ja. Hallo. Eine doppelläufige. Aber die kann ich verkaufen. Das ist nicht so gut wie die, die ich hab. Weiter geht's. Hier ist noch ein eins. Ist das offen oder ist das zu? Ha! Es ist gleich offen. Okay. Da kommen Zombies. Sie wollen mitmachen. Die können mir gerne helfen beim Aufknacken. Die hängen ihre Animation fest. Zack, tot. Kann ich ihre Knochen als Dietrich benutzen. Dead Logic. Ich hau dem Zombie gegen den Arm und er zerspaltet erstmal in zwei Teile. Was sind da Zombies drin? Alter! Das erste Mal hat's Dying Light geschafft, ihn zu erschrecken. Yes! Da war noch nie einer drin. What the fuck ist mit dem Zombie kaputt? Der hängt bei mir in der Luft. Okay, bei mir hängt er da eigentlich, als wenn er da auf dem Stuhl sitzen würde und du bist in der Reben. Und du hängst gerade in seinem Arsch. Ich hoffe, das macht Spaß. Das riecht auf jeden Fall sehr gut. Okay, geil. Boah, was ist denn jetzt da oben los? Keine Ahnung, ich hoffe nur, dass die nicht auf uns schießen. Die schießen auf uns? Ja. Also erstmal aufs Dach und weg hier. Was ist hier los? Treffen können die ja nicht gerade. Rais-Idioten! Ja, warum gehst du denn auch da hoch? Weil hier noch mehr Idioten sind. Ja, aber da wollen wir wahrscheinlich auch nochmal Krankenwagen. Hier oben sind halt welche mit normalen Waffen. Das also. Hat wehgetan. Nee. Was sind denn unnormale Waffen? Rayguns und BFGs? Nein, ich meine jetzt halt mit Handwaffen, nicht mit Handfeuerwaffen. Du meinst du mit Pistolen? Hä? Handwaffen und nicht Handfeuerwaffen? Das ist doch dasselbe, oder meinst du jetzt Pistolen und Maschinengewehre? Ja. Hä? Die schon tot? Die beiden hier oben sind jetzt tot, ja. Aua. Warte nur, was tust du? Die da hinten haben jetzt aufgehört zu ballern. Nee, bei mir nicht. Okay, warte mal. Hey, lass mir irgendwas über. Ich habe keine Munition, das ist halt eher so mein Problem. Ich habe 30 Schuss. Oh Gott, wie sehe ich nochmal an? Hoppala. Oh, das war falsch. Weil das hat nämlich unter anderem auch absolut nicht funktioniert, dass ich schießen konnte mit der Waffe. Okay, ich habe keine Munition mehr. Gut, lassen wir die erstmal, die sein. So. Okay. Gehen wir erstmal zum eigentlichen Ziel und zwar zu diesem roten Rauchfleck da hinten. Oh, das ist eine Safe Zone, oder? Ah, da kann man drüber, okay. Die aggressiven Zombies immer, schlimm mit denen. Manchmal ist halt wie beim IKEA Winterschluss. Hallo, Crane? Oh nein, Crane, komm. Was denn? Er hat wieder rumgestickt. Was soll ich sagen? Hallo? Okay. Also ich bin da, wo bist du? Irgendwo auf der Straße. Und ich merke, dass ich die falschen Waffen ausgerüstet habe. Oh Gott! Ah genau, wir hatten die Quest hier gemacht. Wir hatten das eigentlich aufgenommen, aber gut. Du solltest dich mal heilen. Ach Quatsch, das ist nur eine Fleischwunde. Okay, gut, wenn du das sagst. Das ist alles easy. Oh Gott. Davon zu, Junge.
Sie sind's, Crane. Ich hab sie auf den Postern gesehen. Sie mussten mir helfen. Was ist passiert? Reis Männer haben auf mich geschossen. Ich bin auch Kurier. Naja, fast. Hey, ich kann nicht mehr. Können Sie mir helfen und diesen Run für mich zu Ende bringen? Hey, ich kann Sie zu einem Unterschlupf bringen, aber dann habe ich anderes zu tun. Nichts ist wichtiger als das hier. Glauben Sie mir. Okay, dann erzählen Sie mal. Die Quelle der Epidemie. Wo? David zeigt's Ihnen. Hier, eine Liste und eine Tasche mit schon gesammelten Sachen. Den Rest müssen Sie erledigen. Wenn Sie alles haben, bringen Sie es zu David am Royal Canal. Er wird Ihnen alles erzählen. Sagen Sie, dass Spider Sie geschickt hat. Was ist mit Ihnen? Keine Sorge, hier in der Nähe ist ein Versteck. Ich komme klar. Helfen Sie David. Das ist alles, was zählt. Spider macht ein richtiges Rauchfeuer und hofft, dass die Richtigen und die ankommen und ich raise Leute. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ja. So, sammeln Sie folgende Objekte ein. Shisha-Teile. Okay, geben wir jetzt eine rauchen. Tschüss. Ist ja auch so wichtig. Also ich bin nicht Raucher, Entschuldigung. Ich auch, aber vielleicht können wir sie ja weiter vertickern. Oh, das ist eine Kiste. Oh, egal. Elektronisches Bauteil nehme ich. Was machst du da unten? Ich bin ins Wasser gesprungen. Warum tust du das? Ah, fickt euch! Ich komm noch. Weil ich gerne mal einen Bauchratscher machen würde. Und einen Köpfer. What the fuck? Wo? Oh. Was bist du denn für ein Zombie? Komm wieder her! Ich hoffe doch ein toter Zombie. Jetzt ja. Tackelt mich an und verpisst sich dann die feige Pussy, weißt du? Oh je. Ah, diese Leute da oben, Alter. Ich brauch dringend Munition. Ja. Lass uns gleich dringend mal Muni kaufen. So. Ach, Crane, was machst du denn für eine Scheiße? Jetzt muss mich warten. Ich renne gerade um mein Leben, weil überall um mich herum Kugeln einschlagen. Aua. So, hier kann ich auf dich warten. Ey, so. Lalalala. Yep. Hallo. Ey, over hier. Ja, guck mal, hier ist ein QR-Code. Ob ich die mit dem Handy einscannen kann und mal schauen, ob irgendwas Sinnvolles dabei rumkommt. Interessiert mich jetzt mal. Wo ist mein Handy? Da ist mein Handy. Moment. Oh, komm mal, ernsthaft jetzt? Ja, ernsthaft jetzt. Ich hab da schon mal bei einem Spiel gehabt, da hat sogar was Sinnvolles ergeben. Ich bin mal gespannt, was hierbei rumkommt. Wo ist der scheiß QR-Scanner? Da ist er ja. Wow, das war jetzt gerade richtig Skill und Luck. Harancity.com, Maps, Transportation, Taxi. Okay. What the fuck? Da ist tatsächlich eine URL drin. Zwar eine nicht echte URL, aber da ist eine URL drin. Haran Taxis halt. Läuft. mir fällt gerade auf, es wird gleich Nacht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns bei Nacht hier draußen aufhalten möchten. Aber wieso führt diese Shisha-Kacke gerade eine Quarantänezone? Weil, warte auf mich! Ich habe gerade nur ein bisschen Spaß. Ja, ohne mich, Alter, Schweinerei. Tschüss, Zombie. Ach, da oben bist du. Hui! Mach dir nicht die Mühe aufzustehen, ich finde den Weg alleine raus. Was ist das jetzt gerade für ein Hänger? Lalalalalalala. Der hier hat einen Hänger, Alter. Der ist ganz schön tot. Ach, guck mal, da ist eine Safe Zone, die wir uns mal gerade holen können. Bist du tot? Jetzt bist du tot. Ah, mein Enterhaken muss gerade laden. Ups. Aha. Warte auf mich! Die Sicherheitszone ist hier unten. Kann man da irgendwo rein? Ah, wir bekommen Besuch. Hallo? Was ist das denn hier für eine OP-Schwester? Hoffentlich war beide relativ tote. Wieso kann ich meine Waffe jetzt nicht wechseln? Ach nee, was soll denn das? Das wollte ich nicht.
Ich habe gerade ein dezentes Problem. Inwiefern? Huch! Gerade Stein also nehmen wir eigentlich. Irgendwas wirft mit Steinen nach uns. Oh oh. Ist das vielleicht ein Rummer? Keine Ahnung, ich habe gerade nur einen Stein neben deinem Koffer an der Wand hinter dir einschlagen gehören sehen. Okay, nice. Keine Ahnung, wo der herkommt oder herkam. Warte, hier ist noch ein Matt-Auto. Wir wollten die Saves ja auch eigentlich bringen. Ja, aber Matt geht umsonst. Ja, toll, ja. Du hast keine Zombies da drin, die hab nur ich. Pö, Schweinerei. Was? Ja, ich hätte einen Zombie nicht. Ich hab Zombies in den Autos neuerdings, du nicht. Ja, Leute, loslassen! Don't touch me! Eigentlich hätte ich auch immer dieses Glasdach hier einschlagen, aber... Jetzt leg dich hin! Wahrscheinlich mal wieder nicht. Meine Fresse, seid ihr nervig. Wo geht's denn da rein? Im Ernst jetzt? That's a good question at all. Zigaretten, Zigaretten. Was sind Zigaretten hier? Was sind das? No! Oh, Crane, Alter. What are you doing? Was ist das? Ach, ist das hier? Hey, du hast gefunden. Nimm mich mit. Au. Wieso sind alle Waffen, die ich hab, so scheiße? Wo? Ich sehe keinen. Doch, da ist einer. Hallo? Bin ich dunkel hier drin? Oh, fuck! Du hast ja gerade den Boden gebackt, was ist bei dir falsch? Eigentlich bin ich gerade runtergesprungen, hab Angriff gedrückt und dabei hat er ihn irgendwie auf den Boden gebasht und die Jacke in den Kopf gehauen. Okay. Du musst noch einen Schrank verschieben. Dann müssen wir alle Zombies hier drin umlegen. What the fuck? What the fuck? Oh, ich habe eine Shisha gefunden, aber es sind hier die wir suchen. Wieso, was passiert? Das muss ich dir nachher mal kurz klippen, das musst du dir angucken. Das muss ich dir nachher kurz aus der Ausnahme auf der auf, aus der Aufnahme rausklippen, das musst du dir angucken, das war lustig. So, Safe Zone activated. Yay, gewisser Grad an Sicherheit. 13 von 17. Wir haben fast alle. Ja, komm, hier gibt's immer einen Thunfisch. Ja. So wie. Wahrscheinlich ist es dieser giftige Thunfisch bei den Leuten oben auf dem Dach, der sich trotzdem lieber umbringt, anstatt diesen Thunfisch zu essen. Orangensaft, also was willst du eigentlich? Ne? Thunfisch? Ja, Orangensaft von den Leuten auf dem Dach, ne? Ja, ich hab die Leute auf dem Dach, die sich alle umgebracht haben, weil sie nichts zu essen hatten. Und dann ganz viele Thunfische und Orangensaft rumliegen hatten. Du siehst diesen Fernseher, ja? Den habe ich gerade runtergeschlagen. Der Zombie ist leider schon despawned. Dieser Fernseher hat sich mit dem Zombie vereint und ist dann durch die Gegend gesprungen. Das muss ich dir nachher echt zeigen, das war mega lustig. So, also hattest du einen Fernseher mit Armen und Beinen? Ja. Ich bin der Killer-Fernseher. Fernseher ist böse, Kinder, das lernen wir daraus. Ja, Fernseher ist nicht gut für die Gesundheit, da können Zombies drin sein. Genau, guck lieber Pennywise. Ist das, ist das hier unser komfortables Bett oder was? Ich wollte die gerade erschlagen und stell fest, die ist schon tot. Können wir die nicht wegräumen? Vor allem wie ihr Bein so wunderschön durch den Rock backt, ey. Beste. Ja, das auch. 5 Euro für den Grafiker. Ist hier noch Geld drin? Nein. Wie kommen wir hier wieder raus? Und wo schlafen wir hier überhaupt? Ich möchte hier nicht schlafen, wenn eine Leiche rumliegt. Tut mir echt leid. Bis zum Einbruch der Dunkelheit waren. Es ist noch nicht mal dunkel, super. Ich glaube, es ist noch nicht dunkel. Sind wir hier überhaupt hier reingekommen? Oben. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Sowieso der Mondbär. Ach, hier. Ja, hier unten ist noch ein Polizeiauto. Das kannst du mal bitte aufmachen. Ich halte die Zombies vom Leib. Da ist eh wieder ein Zombie drin, so wie eben. Weg mit euren Köpfen und all euren Gliedmassen. Ja, Mist. Ich.
Wir nur in Ruhe Polizei und das aufgegangen. Das ist bestimmt total legal, wird niemanden stören. Jedenfalls nicht die Polizei. Nö, nur weil sie drinnen steht, wie letztes Mal. Das war bestimmt. Ah, das war bestimmt eine Falle, die wollten Diebel schnappen, deswegen hat der Polizist sich in dem Auto versteckt und wartet, bis einer das Auto aufknackt. Ja, genau. Als Zombie verkleidet, damit es authentischer wirkt. Ja, du weißt, war meine erste Reaktion, den Kopf abzuschlagen, aber naja. Ja gut. Ich glaube, das würdest du auch mit einem echten Typen. Alter, wie viel Loot liegt denn hier noch rum? Alkohol, Schall. Alkohol, alles noch von Halloween, die Überreste, Alter. So, ich dachte, Alter, jetzt lass mich doch mal in Ruhe Autos knacken. Kein Zombie drin. Das mit Axt. Was habe ich denn da Schönes drin? Eine Spitzhacke. Okay. Jetzt ein bisschen Metall oder sowas sammeln gehen. Können wir sicherlich für die Verteidigung machen. Hupsala. Kommt mir das ganze Loot her, aber das weiß ich, was du meinst. Ja, ne? Alter, was ist passiert? Hast du irgendwie. Nein, ich hab nur die getötet, die noch auf der Straße liegen. Ich schwör's. Ehrenwort. Ja, was? Ja, diese ganzen Pakete hier. Diese ganzen Drogen-Pakete. Ja, ich weiß auch nicht. Ist so. Ja, ist so. Wohin genau? So, merken wir uns die Safe Zone. Oh, ein Händler. Nein! Hier ist ein Händler, ne? Coming. Hallo Zombie. Wow. No. What the fuck, wo bin ich hier? Das war ein bisschen zu weit. Hier ist so eine Kiste. hallo. Du hast Frühdose mitgebracht. Endlich können wir unsere Gang-Symbole wieder an die Wand schmalen. Benutzer offline, die Verbindung zu jedem Spiel wurde getrennt, da die Verbindung zu Steam unterbrochen wurde. Ich spiele Solo weiter. Wo bin ich jetzt? Ich bin wieder im Turm, kacke. Also dafür, dass ich offline bin, hört sich aber ziemlich gut, aber ja, ich bin aus Steam rausgeflogen. Ja, wir lassen es einfach mal gerade laufen, wir verbinden uns jetzt gleich neu. Ich habe jetzt keinen Bock, hier einen Cut zu setzen, das wird jetzt zu doof. Wir warten einfach mal kurz und genießen diesen wunderschönen Abend aus. Kannst du wieder beitreten? Oh, krieg ich keine Einladung? Manu. Ich kann doch da Spiel betreten. Ja.